Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Fallout 4. Wir stehen hier vor dem toten Dima. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr auch, wie es dazu gekommen ist. Wir haben jetzt auf der Insel Far Harbor drei Szenarien gesehen. Einmal der Untergang des Nukleus. Das war im Grunde ein Massenmord, mit dem wir nicht zufrieden sind. Alles auf Lager. Mann, quatscht mir halt nicht überall dazwischen. Dann haben wir den Untergang von dieser Stadt hier gesehen, von Far Harbor. Auch ein Massenmord. Können wir eigentlich auch nicht gutheißen, das Ganze. Und auch die anderen Beteiligten. Also die Taktus von den Kindern des Atoms finde ich zwar prima, aber Dima würde nicht mehr mit uns reden. Und in der letzten Folge, da haben wir Dima gesagt... Also wir haben festgestellt, dass Dima Avery, Captain Avery, ermorden ließ und durch einen Synth ersetzen ließ. Das hier ist also nicht die echte Avery. Die müsste jetzt gerade da oben sein. Das hier ist nicht die echte Avery, sondern der Synth, der Avery ersetzt hat. Und Dima hat sich aber dann immerhin der Verantwortung gestellt und wenn du nicht bewaffnet bist, das resultierte in seinem Todesurteil, aber immerhin ist kein Krieg auf der Insel ausgebrochen. Das ist zumindest nicht das schlechteste denkbare Ergebnis, aber ich bin trotzdem damit nicht so ganz zufrieden. Deswegen werden wir mal schauen, was die Alternative ist, wenn wir Divas Lüge stützen und aufrechterhalten. Jetzt muss ich mal gucken. Ist das das hier? Ich glaube, den Spielstand brauche ich jetzt. So, jetzt habe ich den richtigen Spielstand gefunden. Das ist leider gar nicht so einfach. Ist ein bisschen wirr mit den Spielständen, weil die sind zwar nummeriert, die Nummer sehe ich aber hier im Spiel nicht. Die sehe ich nur, wenn ich auf der Festplatte gucke. Jetzt sind wir wieder informierte Verhaber über Averys Ermordung. Oder stelle die mal wegen des Mordes an Avery zur Rede. Wenn ich jetzt Far Harbor über Averys Ermordung informiere, dann können wir davon ausgehen, dass Far Harbor das als Kriegserklärung betrachtet und alle Synths hier tötet. Das wollen wir nicht. Dein Freund da. Ich möchte mit ihm reden. Ja, nein. Ich würde auch gerne ein paar das überspringe ich mal, das kennt ihr schon. Jo, dieses Gespräch haben wir früher schon geführt. Dass das jetzt nochmal kam, hängt damit zusammen, dass ich einen... wegen eines Siedler-Bugs, Siedler-Zuweisen-Bugs einen alten Spielstand wiederherstellen musste. Und inzwischen war ich spielsperrend technisch gesehen mit Nick noch nicht hier. Aber jetzt habe ich das Gespräch übersprungen. Dima? Was ist denn? Deine Erinnerungen haben mich zu einem Grab geführt. Du hast Captain Avery getötet und durch einen Synth ersetzt, um Far Harbor zu kontrollieren. Was? Das ist unmöglich. Lass mich sehen, was du gefunden hast. Ich habe es getan. Ich habe eine Frau aus Far Harbor getötet und ersetzt. Ich habe einem Synth die Identität genommen und ihn als Agent missbraucht. Warum hast du das getan? Ich musste in Far Harbor für Ruhe sorgen. Eine Stimme der Vernunft. Ein Beispiel dafür, wie die Menschen sein sollten. Wie wir gleichberechtigt zusammenleben können. Aber ich konnte mit der Erinnerung an das Blut an meinen Händen nicht leben. Ein Mensch und ein Synth sind wegen mir tot. Ja, irgendwie ist er zu beneiden. Er braucht nur die Erinnerung an diese Tat löschen und braucht es sich mit seinem Gewissen nicht plagen, ne? Denken wir pragmatisch. Wie geht's jetzt weiter? Du hast recht. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was jetzt zu tun ist. Das nennst du Gerechtigkeit? Ich ganz sicher nicht. Ich sehe die Dinge langsam klarer. Wir müssen das vor Far Harbor geheim halten. Wenn sie wüssten, was ich getan habe, würden sie nicht nur mich vernichten, sondern auch Arcadia. Und ohne uns werden die Nebelkondensatoren irgendwann versagen. Und alle werden sterben. Ich habe eine Idee. Es gibt noch eine Chance auf Frieden. Aber die Tatsache, dass ich einen Menschen durch einen Synth ersetzt habe, muss geheim bleiben. Ja, bis hierher kennen wir das schon von der letzten Folge. Jetzt, wir sind dann auf Erklär dich gegangen und es endete dann so, wie es zum Anfang der Folge gesehen hat. Und... Ich halte es geheim, Dima. Danke. Vielleicht hilft mir mein Schuldgefühl, mich zu konzentrieren. Das hat ihn zuvor auch nicht abgehalten. Auch wenn es schrecklich klingt. Diese Erinnerung hat uns
eine neue Möglichkeit eröffnet. Wenn Far Harbor durch uns etwas ruhiger werden kann, vielleicht funktioniert das auch nochmal bei den Kindern des Atoms. Wir könnten Tactus durch jemanden ersetzen, der bereit ist, Far Harbor zu vergeben und eine Lösung zu finden. Ach du liebe Güte, gibt's hier jetzt wieder zwei Optionen? aber... Wenn das Frieden für die Insel bedeutet... Gut, beschreib mir deinen Plan. Das wird nicht einfach für uns beide. Aber wir haben keine andere Wahl. Ich will, dass du deinen Einfluss nutzt, um den Hohen Beichtvater an einen abgelegenen Ort zu locken. In der Kommandozentrale solltest du einen Ort finden, an dem du dich diskret um ihn kümmern und die Leiche verschwinden lassen kannst. Wenn du fertig bist, komm zurück. Dann wird unser Ersatz losziehen und das Kommando übernehmen. Müssen wir den Hohen Beichtvater töten? Es wäre der sicherste Weg, ihn unschädlich zu machen. Aber jede Methode, bei der Tactus für immer seine Macht verliert, sollte funktionieren. Können wir nicht jemand anders einsetzen? Oder mal... Glaubst du wirklich, du bekommst einen überzeugenden Ersatz hin? Ja. Da wir Synths helfen, das wieder zu erlangen, was sie verloren haben, kennen wir uns mit Erinnerungslöschungen und Gesichtsoperationen aus. Und ich kannte Tactus sehr gut, als er noch in der U-Boot-Basis lebte. Ich nutzte das als Basis für die Erinnerungen unseres Ersatzes. Du musst dich nur um den echten Beichtvater Tactus kümmern, während ich einen Freiwilligen vorbereite. Geben die Kinder auf, nur weil dieser Ersatz es ihnen sagt? Ja. Sie mögen unzufrieden sein, aber die Kinder haben gesehen, was mit denen passiert, die ihre Meinung sagen. Unser Ersatz wird diese Angst für das Wohl aller nutzen. Boah, das ist wieder so, das ist eigentlich auch nicht richtig, ne? Aber wenn dann die Insel zufrieden kommt, ich film's mal, wir schauen uns das Ergebnis an und dann entscheiden wir immer noch. Okay, ich mach's. Vorschläge, wie ich ihn allein erwische? Tactus hat ständig Angst, dass ihn sein Vorgänger Martin entmachten könnte. Auch wenn Martin sehr wahrscheinlich tot ist. Aber wenn du einen Beweis für Martins bevorstehende Rückkehr hast, wird Tactus sicher mit dir reden wollen. Unter vier Augen. Wir müssen nur Martins Auferstehung inszenieren. Dazu brauche ich etwas Material. Martin hat viele unserer Gespräche aufgezeichnet. Die im Nukleus wurden mit Sicherheit vernichtet. Aber ich habe vor vielen Jahren für Martin eine kleine Zuflucht gebaut, wenn er Ruhe brauchte. Vor der Familie. Geh dorthin und sammle sämtliche Bänder ein, die du finden kannst. Ich arbeite so lange an unserem Ersatz. Und hier, ich möchte, dass du auch das bekommst. Für das, was du für uns getan hast. Arcadia-Schild, plus 1 Beweglichkeit, Intelligenz und Ausdauer. Ja, 3 Stats gesteigert, Sündrüstung verwende ich halt nicht. Ich finde, die schauen einfach albern aus bei mir. Ja, ich fürchte, ich muss Nick dazu wegschicken. Es ist besser, wenn er das nicht mitbekommt, oder? Hey! Wie sieht der Plan aus? Ich schätze mal, ja, der wird seinen Weg alleine finden. Aber den muss ich dazu wegschicken. Der macht da bestimmt nicht mit. Das ist. Ja. Schieß los! Hallo? Ja, genau. Dem brauche ich mir keine Sorgen machen, dem passiert nichts. Gut, pass auf dich auf. Ja, mache ich. Was? Dann belastet das wenigstens nix Gewissen nicht, was wir jetzt vorhaben. Das ist ja eigentlich auch eine Lumperei, ne? Aber wenn es dieser Insel verdammt nochmal endlich Frieden bringt, könnte es sein, dass das die bessere Alternative wäre, trotz allem. Und dafür gibt es dann nur einen weiteren Toten und dann ist Schluss, wenn es klappt. Ja, ich bin neugierig. Was soll ich denn jetzt genau tun? Reformation, beschaffe Martins Holobänder. Die mir beim alte Holobänder von Beichtvater Martin aus seiner alten Zuflucht. Das klingt interessant.
Ja, okay, machen wir. Jetzt dürften wir auch wieder den Solo-Bonus haben. Das heißt, ich kann jetzt wieder mehr tragen, weil Nick nicht mehr im Team ist. Jo, Reformation heißt die Quest. Ja, ja, Covenant, komm. Also, die müssen sich jetzt selber helfen. Ich werde jetzt hier nicht abbrechen, nur die haben eigentlich genug Verteidigung. Es ist halt so, ich habe es schon einmal erklärt, es gibt bestenfalls eine Chance von 75%, dass Covenant sich alleine verteidigen kann, wenn ich nicht vor Ort bin. Weil dann die Formel, also eine vereinfachte Formel, den Kampf berechnet. Und die legt immer mindestens eine 25% Chance zugrunde, dass dieser Kampf verloren geht. Egal wie viel Verteidigung man da aufbaut. Also eigentlich genügt es von dem her, 100 Verteidigung aufzubauen. Weil das an dieser Formel gedeckelt wird. Mehr Verteidigung bringt nur was, wenn man selber anwesend ist. Dann profitiert man von der zusätzlichen Verteidigung auch. Und auch von der Platzierung der Verteidigung, zum Beispiel an den Spawnpunkten der Gegner. Aber ich riskiere das jetzt mal, Covenant. Wenn jetzt Covenant verliert, dann geht halt ein Teil vom Inventar aus der Covenant-Werkbank verloren. Vornehmlich ein paar Lebensmittel oder so. Aber eine 75% Chance ist mir jetzt gerade hoch genug, dass die gewinnen. Ist das... Das ist doch eine LKW. Das soll ein Unterschlupf sein? Na, lassen wir uns überraschen. Oder ist... Hä? Ah, da. Ja. Dogmeat wird jetzt wahrscheinlich eh gleich hier erscheinen. Von dem her, na, wo ist er denn? Dogmeat, komm her, Mietz. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich hatte angenommen, dass du und deine Anhänger hartnäckiger nach dem Startschlüssel des U-Boots suchen. Ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr enttäuscht. Ich will unseren Verpächter nicht erzürnen. Ich denke, ich werd's überleben. Aber müsst ihr für euren Gott nicht bei einer Atomexplosion umkommen? Habt ihr euch nicht aus diesem Grund im Nukleus angesiedelt? Das ist kein Geschäft, Dima. Atom will nichts von uns. Er hat uns die Chance gegeben, etwas Größeres zu werden. Um unsere sterblichen Hüllen zu spalten und Millionen neuer Welten zu schaffen. Wir nehmen einfach die Chance seines Leuchtens an. In welcher Gestalt auch immer. Wenn du den Startschlüssel findest, würdest du ihn benutzen? Das weiß ich nicht. Hast du Angst? Wenn nicht, wäre ich verrückt. Aber wir haben uns hier niedergelassen. Als Freunde, als Familie. Nett. Einen Ort, an dem man daheim ist. Genau. Der Nukleus ist ein wahrhafter... Ich denke, ich werde es überleben. Der Nukleus ist ein wahrhafter Segen, wollte er wohl sagen. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Ich habe von der Exekution gehört. Unfassbar, dass sie deinen Missionar getötet haben, Martin. Tut mir leid. Bruder Andrews, eine gute Seele. Es ist meine Schuld. Hätte ich erkannt, dass es so schlimm in Fahrhaber ist, wäre er nie gegangen. Sie geben uns die Schuld für den Nebel in der Stadt, Dima. Und jetzt die Kinder. Das ist Tektes. Er hört nicht zu. Er will Krieg. Glaubst du, die anderen werden ihm folgen? Früher hätte ich über sowas gelacht, aber heute... Viele haben Andrews gemocht.
Es hat das Schlimmste in ihnen hervorgebracht. Zorn, Hass. Bei Tactus konnte man es noch tolerieren. Dima, da muss was passieren. Exil. Das hier war dann wohl... Auswanderung. Wir sollten die Bewohner von Fahrhaber überzeugen, dass sie weggehen. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Du weißt, dass sie für diesen Ort nicht geschaffen sind. Der Nebel wird jedes Jahr dichter. Wie lange wird es dauern, bis die Kondensatoren überlastet sind? Das ist keine Verbannung, Dima. Das ist Gnade. Tut mir leid, Martin, aber nein. Sie haben dasselbe Recht wie du, hier zu sein. Das Recht? Dieser Ort will sie umbringen! Und jetzt wollen wir alle an die Gurgel wegen des Chaos, das du angerichtet hast, weil sie bleiben durften! Und wenn du das nicht erkennst, dann hast du keinen Grund, hier zu sein! Ich denke, du solltest gehen! Martin, bitte. Das lässt sich doch anders lösen. Verschwinde! Nun gut. Wir reden weiter, wenn du wieder bei Sinnen bist. Okay. Jetzt haben wir hier noch zwei Briefe. War sehr, sehr aufschlussreich. Schwester Gwyneth kam letzte Nacht zu mir. Sie sagte, sie hätte eine weitere Nacht nachgedacht, wie wir es besprochen hatten. Aber sie konnte nicht ungesehen machen, woran sie glaubt, dass es Atom nicht gibt. Wir haben fast 2 Stunden lang diskutiert, hin und her. Ich habe sie an die Geschenke der Insel erinnert, an Atoms Segen und die Boten, die ihren Bruder und ihre Schwester gesehen haben. An die Familie, die Atom ihr geschenkt hat, das hat sie wohl schließlich beruhigt und sie hat sich wieder schlafen gelegt. Aber jetzt graut der Morgen und ihre Fragen bewegen mich noch immer. Da sind Zweifel, die ich schon eine Weile verdränge und ich frage mich, ist Gwyneth vielleicht weiser, als ihr selbstbewusst ist? Ich denke, das nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Es ist kein Questmarker dran, wahrscheinlich nicht. Aber legen wir es in unsere Schublade rein, in der Burg der Minutemen. Bei Atom, ich habe sie verloren. Tactus verlangt nach Blut und die Kinder jubeln. Ich flehe um Anstand und sie flüstert Verräter hinter meinem Rücken und ich frage mich, was ich getan habe, dass du sie mir wegnimmst. Aber tief in mir drin weiß ich es. Schwindender Glaube ist ein unbeaufsichtigtes Feuer. Es lässt sich nicht mehr entzünden und so sitze ich hier, denke über die Glut nach und versuche den Mut zu finden, das zu tun, was ich schon lange aufschiebe. Ich werde also durch diese Tür treten und dann wird mein Leben von Neuem beginnen. Aber zum ersten Mal liegt mein Weg nicht in deiner Hand, Leuchtender. Das war wohl so eine Art Gebet an Atom. Gut, also so wie es ausschaut, ist das hier noch der bessere Weg. Tactus scheint Krieg zu wollen. Der will unbedingt, ja, das haben wir ja auch schon festgestellt. Aber so deutlich haben wir es eigentlich noch nirgendwo gelesen. So klar und deutlich, ne? Also damit habe ich eigentlich genügend Legitimation jetzt, die ich brauche, um Tactus aus dem Weg zu räumen. Das ist ein Tyrann. Das muss man so... Wir haben ihn ja selber schon kennengelernt. Ja, der hätte auch nicht davor zurückgeschreckt, Kritiker zu beseitigen. Dabei sollten wir ihm ja helfen. Das haben wir nicht getan. Wir haben die Kritikerin gedeckt. Noch eine. Dann brauche ich keinen. Ja, so geht's dann schon mal wieder eine Weile. Und so, Arcadia zurück. Ich glaube, die Option gefällt mir bis jetzt noch am besten. Und sie scheint der Insel wirklich Frieden bringen zu können. Es sind halt dann 2 Strohmänner, eben Captain Avery und dieser Tactus-Ersatz, ne? Das heißt, eigentlich ist Dima wohl dann der Herrscher der Insel oder so. Aber solange das bedeutet, dass sie nicht aufeinander losgehen, soll mir das recht sein. Und wir können noch einen Tyrannen loswerden. Gefällt mir besser als die letzte Möglichkeit von der letzten Folge, die wir durchgegangen sind. Hab ich bis jetzt eigentlich das wenigste Problem.
Wahrscheinlich wird's auch nicht besser gehen. Ich wüsste nicht. Die Alternative ist, wir erzählen Farhaber, dass Avery in Sünd ist und dann haben wir hier richtig Party. Die werden dann wahrscheinlich hier alles zerlegen. Und das ist genau das, was sie eigentlich verhindern will. Dema, ich habe die Bänder aus Martins Versteck. Ausgezeichnet. Ja, das sollte funktionieren. Lass mal hören. Schön, seine Stimme wieder zu. Ziemlich düster das Ganze. Da, es ist nicht schön, die Worte eines alten Freundes zu verdrehen. Aber ich glaube, Martin würde es verstehen. Dieses Band sollte reichen, um den Hohen Beichtvater in die Kommandozentrale zu locken. Tactus ist allerdings sehr misstrauisch. Verdienst du dir erst sein Vertrauen, sollte die Sache etwas glatter verlaufen. Ich glaub, du musst dann die Leiche verschwinden lassen. Die Mauern der Wartungsschächte waren noch nie besonders gut gewartet. Das sollte also funktionieren. Wenn du fertig bist, kommen wir wieder her. Dann schicken wir den Ersatz los. Also, bist du bereit? Nein, aber was hilft's? Das Vertrauen dürften wir schon haben. Wir haben genug für den Nukleus gearbeitet. Wie laufen die Vorbereitungen für den Ersatz? Bisher lief es recht gut, aber die knappe Zeit macht mir etwas Sorgen. Aber er sollte bereit sein, wenn du es getan hast. Ich bin bereit. Dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Hier ist das Band. Das Schicksal der Insel liegt in deinen Händen. Ja, wie immer halt, ne? Wie immer hängt's da. Überrede den Hohen Beichtvater zu einem Treffen. Sollte nicht schwierig werden, glaube ich, der Teil, weil wir echt schon genügend Aufgaben für die gelöst haben. Und auch für den Beichtvater persönlich, eben die Sache mit dem Verräter, den er vermutet hat. Da haben wir ja ihn in dem Glauben gelassen, alles ist prima und es gibt keinen Verräter und er soll sich keine Sorgen machen, so ungefähr. Und das hat er uns dann auch abgekauft. Und die Verräterin haben wir damit auch gleichzeitig gedeckt. Vielleicht ist das sogar noch für was gut, wir werden sehen. Also Verräterin wird der Sache eigentlich nicht gerecht. Die ist halt vom Glauben abgefallen. Pass auf dich auf. Aber aus Tactus Sicht ist das natürlich Verrat. Aus meiner Sicht ist das Vernunft. Wir wissen ja schließlich aus unserer Schulbildung noch von vor 2077, was es mit Atom oder mit dem Atom wirklich auf sich hat. Und als Zeitzeugen sowieso. Farhaber wird Atoms Zorn spüren. Nee, daran arbeiten wir, dass genau das nicht passiert. Oh, wie gesagt, wenn ich dafür einen Despoten beseitigen muss, ist das... werde ich damit wohl leben können. Tyrannenmord, ne? Mal speichern, falls ich jetzt den falschen Ton anschlag. Entschuldigung, Hoher Beichtvater? Sei gegrüßt, mein Kind. Du bist ein echtes Vorbild. Wahre Hingabe für Glauben und Familie. Wie kann ich dir helfen? Ich habe ein Holoband gefunden. Beichtvater Martin will zurückkehren und alles übernehmen. Wir sollten einen Plan aufstellen, aber nicht hier. Die Tunnel der Kommandozentrale müssten weit genug von den Kindern entfernt sein. Martin? Das kann nicht. Spiel es ab. Ich will die Stimme dieses Feiglings hören. Da stand jetzt im Text, im Untertitel was anderes. Ja, sinngemäß schon dasselbe, aber es war nicht dasselbe, was er gesagt hat. Hoher Beichtvater? Ich bin ganz Ohr. Ach so, okay. Ja, mal schauen, was der draus gemacht hat. Wie nennt sich das jetzt? Martins neues Zeitalter. Hört zu, Kinder. Tactus Zeit ist abgelaufen. Die
Der Nukleus muss für eine neue Ordnung bereit sein. Meine. Ich kann es kaum glauben. Er lebt. Die anderen Kinder dürfen nichts davon erfahren. In der Kommandozentrale, ja? Ich werde dafür sorgen, dass wir nicht gestört werden. Ja, gut, ich mach's schmerzlos. So kurz, also schmerzlos kann ich nicht versprechen, aber kurz. Am besten schlagen wir sogar noch ein bisschen Profit raus. Ich habe dann einen Plan. Begib dich zum Treffpunkt. Nein! Oh, ich dachte schon. Wenn es nur funktionieren würde. Ja, da hat wieder die Mechaniker drin dran gedreht. Die wollte ja, dass wir das so reparieren, dass es die Leute verstrahlt. Na, zumindest kommt jetzt Wasser raus. Und sie können ihre Gummistiefel damit sauber machen. Aber zur Dekontaminierung taugt's nicht. Habt ihr das gehört? War wohl doch nichts. Neutralisiere. Naja, genau. Wo finde ich denn den? Achso, da muss ich drin bleiben. Da hat mich jetzt der Questmarker von Covenant hat mich jetzt da in die Irre geführt. Von einem Gunner-Angriff. Wie gesagt, die müssen diesmal selber klarkommen. Ich bin nicht ihr Kindermädchen. In gewisser Weise schon, aber irgendwas müssen sie auch mal ohne mich auf die Reihe kriegen. Der Nebel. Das Schiff. Dieses Land war wirklich für uns bestimmt, oder? 14? Ah ja, genau. Jetzt weiß ich, wo ich hin soll. Jetzt verstehe ich. Das ist gut. Da ist doch dieser abgeschottete Teil genau da, wo wir schon mal waren. Da haben wir doch die Masse Erinnerungen. War das hier? Oder haben wir hier, war das was anderes? Ich glaube schon, ja. Hier haben wir die, glaube ich, geborgen. Da soll das passieren. Das ist ideal. Lauter verwirrende Questmarker. Was denn nun? Hier? Nein, auch nicht. Da. Schauen wir mal. Ich laufe jetzt halt einfach geradeaus. Auf gut Glück. Irgendwo wird es schon hinführen. Was? Jo, die nehmen wir mit. Die raucht hier sonst keiner mehr. Und so sind sie ein bisschen was wert. Ich kann mir vorstellen, dass der jetzt auf mich losgeht, weil ich der einzige gewisse Mitwisser bin. Dann wird es mir natürlich leicht machen, die Entscheidung. Ja, genau, da haben wir die Erinnerungen her, aber... Ich bin hier falsch. Ich hasse das, wenn ich hier ohne Ziel rumrenne. Ah, genau. Ich glaube, ich drücke jetzt hier meine Pause-Taste, bevor ich jetzt hier noch 10 Minuten rumirre. Dafür ist mir die Aufnahmezeit zu schade. Bis gleich. Okay, ich habe den Weg gefunden, damit ihr auch durchblickt, wo wir sind. Hier ist der Eingang zum Nukleus, also der Durchgang. Dann müssen wir hier rechts abbiegen. Dann ist hier hinten eine Tür. Eigentlich ist es ganz einfach, wenn man es weiß. So. Und dann sehen wir da das Ziel schon. Mal F5, weil ich nicht weiß, was der jetzt macht.
Begib dich zum Treffpunkt. Ist da jemand? Ja, ich. Also, sag, was hast du über Martin herausgefunden? Ich könnte ihn jetzt zum Weglaufen überreden. Das wird er wahrscheinlich sogar machen, aber... Nee, ich glaube, obwohl... Ich habe ja gespeichert. Mal schauen, was passiert. Raus damit. Es ist aus, Tektus. Dima hat mich geschickt, dich zu töten. Ich werde es tun, wenn ich muss. Aber wenn du fortgehst, lasse ich dich leben. Du arbeitest für... Du blöffst nicht, oder? Kein Ort auf dieser Insel ist vor ihm sicher, oder? Gut, diese verdammte Maschine soll kriegen, was sie verdient. Das heißt, fehlgeschlagen. Nee, das war jetzt wohl nicht so gut. Ich weiß ja, der macht doch jetzt irgendeinen Stress. Ja, also gut, hilft nichts. Wir werden dann wohl wirklich erledigen müssen. Ansonsten macht er jetzt irgendwie... Ja. Gut, wir haben es versucht. Wir haben es ernsthaft in Erwägung gezogen. Mein Kind, zeig dich! Also, sag, was hast du über Martin herausgefunden? Warum hast du solche Angst vor Martin? Fürchten? Das tue ich nicht, Kind. Martin war es, der sich fürchtete. Er wollte sich Fahaba nicht entgegenstellen und für dieses Land kämpfen. Ich bin der Einzige, der bereit ist, das Notwendige zu tun, um die Sicherheit dieser Familie zu gewährleisten. Ich werde nicht zulassen, dass er diesen Ort wieder in Gefahr bringt. Also, dein Band. Hat Martin es dir gegeben? Oder hast du es irgendwo gefunden? Bitte, ich muss es wissen. Und dir ist sicher niemand gefolgt? Keine Sorge. Hier unten hat Martin keine Ohren. Also, was kannst du mir sagen? Mit besten Grüßen von Dima. Dima? Du Verräter! Keine Gnade! Oh. Gut, verstecke die Beweise. Der steht auf Eichhörnchen am Stiel, hat eine Gammakanone. Helm des hohen Beichtvaters, das brauche ich vielleicht für das Kostüm. Also für den Ersatz, ne? Und Robe, die brauche ich auch. So, und nun? Wie verstecke ich die nun? Ja, er hat es ja mit seinem Vorgänger im Grunde nicht anders gemacht, ne? Der hat er auch eiskalt abserviert. Das trifft also irgendwie nicht den Falschen. Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Also. Da wird er jetzt wohl eingemauert. Naja, Archäologen in 1000 Jahren werden das wohl irgendwann mal... Hä? Aha, da hinten. Da habe ich also das Zeug davor gestellt. Zugemauert. Okay. Gut. Den Weg raus kürze ich ab. Ich weiß, dass ich schon wieder überziehe, aber bringt ja nichts. Also da jetzt wegen 5 Minuten noch einmal eine neue Folge aufzumachen. Ich glaube, wir haben es gleich. Obwohl. Müssen eh schon draußen. Jo, es ist halt mal eine Sache, die kann man auf 30 Minuten nicht ordentlich zeigen, das geht halt einfach nicht. Und wegen 10 Minuten noch einmal eine Folge aufzumachen, die Alternative wären 22 Minuten Folgen oder wenn so, ist auch Licht nicht. Durch den Nebel schweben siehst, ich habe die Informationen halt gerne zusammengefasst in einem Video und ihr könnt ja jederzeit die Pause drücken. Die Pause-Taste drücken und das Video auf zweimal angucken, das ist ja überhaupt kein Problem von dem her. Gut, dann... Es ist wahrscheinlich besser, wenn Nick das nicht mitbekommen hat. Das hätte... Es hätte er nicht einfach so hingenommen.
Oh, Taktus hat ja auch schon andere beseitigen lassen, ne? Davon kannst du ausgehen. Der war skrupellos, der hätte sogar einen Krieg angezettelt. Das haben wir inzwischen über ihn gelernt. Und du Klingt brauchst jetzt nach noch einer interessanten Erfahrung. Ich bin froh, dass wieder Frieden auf der Insel herrschen wird. Atoms Vision war eindeutig. Ich danke dir nochmal, dass du mir Unterkunft gewährt hast, während ich unter seinem Einfluss stand. Gerne doch. Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Das ist zu freundlich, Dima. Ich brauche nur etwas mehr frische Luft. Wo hat er jetzt die Rüstung her? Die hat er wohl auch irgendwie repliziert. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, die brauchen wir für den... Also ich kann damit nichts anfangen. Dima? Du hast es bestimmt schon gehört. Der hohe Beichtvater hatte eine Vision. Atom verlangt Frieden. Ich nehme an, du willst mir sagen, dass deine Aufgabe erledigt ist? Ja. Heißt das, die Insel ist endlich sicher? Ich glaube, ja. Jetzt kehrt endlich Frieden auf der Insel ein. Was wir getan haben, ist eine große Bürde. Aber jetzt können der Nukleus, Far Harbor und Arcadia gedeihen. Gemeinsam. Jo, das gefällt mir bisher am besten. Und du glaubst wirklich, du kannst dem Hohen Beichtvater vertrauen? Ja. Du weißt, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe ihm die besten Eigenschaften von Tektis gegeben. Und von Martin. Erinnerungen an seine sanfte Stimme werden den neuen Hohen Beichtvater leiten. Na, und das soll nicht auffallen. Ich habe nur das Richtige getan. Es war nötig. Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Davon wird das Urteil über unsere Taten abhängen. So ich kümmere mich von hier aus um alles. Sorge dafür, dass die Kinder des Atoms und Fahrhaber verhandeln. Sie werden gemeinsam wachsen. Unter unserer Führung. Die Kinder werden in ihrer strahlenden Festung feiern. Die Haberbewohner werden weiter überleben und sich das zurückholen, was der Nebel ihnen genommen hat. Und meine Leute sind in Sicherheit. Hier, für deine Mühen. Du solltest auch den Nukleus besuchen. Ich glaube, der Hohe Beichtvater will mit dir sprechen. Und natürlich bist du jederzeit in Arcadia willkommen. Ohne dich hätten wir es schließlich nie geschafft. Du hast den Skill Beschützer von Arcadia erhalten. Wenn du schweren Schaden erleidest, besteht die Chance, einen großen, zeitlich begrenzten Bonus auf Schadens- und Energieresistenz zu erhalten. Das war also Reformation. Das war mal eine Reformation. Das gefällt mir. Also mit dem Ende habe ich das wenigste Problem, also das wenigste moralische Problem. Beschützer von, ja. Wenn, da steht's genauer, wenn deine Gesundheit unter 20% fällt, erhältst du 30 Sekunden lang 100 Schadens- und Energieresistenz. Ja, ich glaube, das könnte mal nützlich sein. Gut, wir haben hier noch zu... Das ist auch gleich erledigt, sehr schön, dann brauche ich das nicht auch noch machen. Weil ich habe schon befürchtet, ich habe jetzt weiterhin irgendwie noch den Schlüssel und den Windpack-Code am Hals. Jo. Kasumi, das machen wir in der nächsten Folge. Ich sag hier an der Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.